Ihr Lieben, ich bin Kevin von Runner's Flow, stehe hier schön in der Sonne und möchte heute mit euch ein ganz hervorragendes Thema behandeln, nämlich Laufschuhe. Ich bin oft gefragt worden, ja, worauf muss ich denn achten beim Laufschuh kaufen? Was macht Sinn? Welche Tipps und welche Tricks gibt es? Und genau das schauen wir uns in diesem Video einmal an. Fangen wir mal ganz vorne an. Also, was sollte ein guter Laufschuh denn überhaupt mitbringen? Ganz wichtig, ein Laufschuh soll auf deine persönlichen Bedürfnisse angepasst sein und der muss zu dir passen. Das heißt, der Laufschuh, der für deinen Nachbarn gut funktioniert, der muss für dich noch lange nicht funktionieren. Das heißt, es ist total wichtig, dass das ein Laufschuh ist, mit dem du gut klarkommst. Es gibt ganz unterschiedliche Laufstile, die bei der Laufschuhauswahl ebenfalls eine Rolle spielen. Es gibt Läufer, die kommen eher mit dem Vorfuß auf, also weiter hier vorne. Dann gibt es Läufer, die kommen eher mit dem Mittelfuß auf. Und dann eben die dritten, die eher hinten mit der Ferse abrollen. Auch ein Kriterium für den Laufschuhkauf. Kurzum kann man also sagen, der Laufschuh muss sich einfach für dich gut und richtig anfühlen. Das ist total wichtig und nur du alleine entscheidest, wie vom Feeling her der Laufschuh zu dir passt. So, jetzt gibt es ja ganz, ich werfe den hier mal wieder hin, den brauchen wir erstmal nicht mehr. Jetzt gibt es ja ganz viele unterschiedliche Arten von Laufschuhen. Also, es gibt zum Beispiel Wettkampfschuhe. Wie der Name schon sagt, die trägt man meist im Wettkampf. Besonders leicht, besonders minimalistisch. Dann gibt es Trailschuhe, wo man über Stock und Stein mitrennt, eher über unebenes Gelände, die ein bisschen fester sind. Dann gibt es eher Schuhe, die sind für lange Läufe geeignet. Und dann gibt es, und das sind die, die wahrscheinlich am meisten gekauft werden, die sogenannten Allrounder, die Neutralschuhe, die man für mehrere, ja, unterschiedliche Bedürfnisse und Läufe verwenden kann. So, und wenn du dich jetzt dazu entscheidest, dir einen Laufschuh zu kaufen, worauf solltest du denn ganz, ganz konkret achten? Der erste Tipp, und das ist wahrscheinlich der wichtigste überhaupt, den ich dir mit auf den Weg geben will, ist: Kauf die Schuhe im Laufsportfachgeschäft. Das ist super, super wichtig. Diese Laufsportfachgeschäfte haben den Vorteil, ja klar, die Leute kennen sich da super gut drin aus. Und das Zweite ist, die sind zu einem hohen Prozentsatz selber Läufer, und zwar begeisterte Läufer. Und die können dich da kompetent beraten, was für dich das Richtige ist. Ganz wichtig ist auch, das Ding nicht im Internet zu kaufen. Also ich lese auch immer wieder, ja, ich habe mir jetzt neue Laufschuhe bestellt im Internet und ja, irgendwie funktionieren die bei mir jetzt nicht so gut. Naja, kein Wunder, weil eben nicht Probe getragen und nicht ausprobiert und so weiter. Es gibt eine einzige Ausnahme, wo ich sagen würde, okay, du kannst sie im Internet kaufen, und das ist der Fall, wenn du den Laufschuh schon besessen hast, gut mit dem klargekommen bist und den dann einfach nachbestellst, ja, weil dein alter Laufschuh eben durch ist. Wenn du in dem Laufsportfachgeschäft bist, dann empfehle ich dir, mehrere Modelle Probe zu tragen. Die einfach mal in die Hand zu nehmen, zu fühlen, wie fühlen die sich an, wie steif oder wie fest sind die. Die dann anzuprobieren und Probe zu laufen. Ganz viele Laufsportfachgeschäfte, die machen eine Laufbandanalyse. Da stellst du dich dann auf ein Laufband drauf und läufst den einfach mal ein paar hundert Meter Probe. Dann gibt es unten so eine kleine Kamera, die ist am Boden befestigt, und dort wird dann gefilmt, wie dein Laufverhalten mit diesem Schuh ist. Was es auch gibt, ist, dass Laufsportfachgeschäfte so eine kurze Bahn in ihrem Laden haben sozusagen, und da kannst du dann quasi immer hoch und runter laufen und dann wird es auch mit der Kamera gefilmt. Total wichtig, die auszuprobieren. Was auch super ist, und das bieten einige, aber nicht alle Laufsportfachgeschäfte an, ist: Wenn du den Laufschuh gekauft hast und du stellst dann bei der ersten oder zweiten Runde fest, ja, irgendwie komme ich mit dem Schuh nicht so klar, der zwickt, irgendwie funktioniert das nicht so. Einige nehmen
diesen Schuh dann auch wieder zurück. Dann kannst du den umtauschen. Klingt erstmal ungewöhnlich, ist aber tatsächlich so. Und ich empfehle dir, das auch vorher, vor dem Kauf im Laden abzuklären. Also einfach fragen, ey, wenn das nicht funktioniert bei mir mit dem Schuh, kann ich den auch wieder zurückgeben. Und preislich liegen wir bei einem guten Laufschuh, roundabout, nagel mich nicht drauf fest, aber ungefähr in einem Preissegment zwischen 100 und 160 Euro. Den Schuh, den ich hier habe, der ist von Brooks, übrigens kein Sponsoring, selber gekauft, selber bezahlt, der hat 140 Euro gekostet, nur damit du es mal ungefähr gehört hast. So, und dann die Frage, ja, brauche ich denn nun mehr als einen Laufschuh oder reicht einer? Zweigeteilte Antwort. Wenn du Laufanfänger bist und dir deinen ersten Laufschuh kaufst, dann würde ich sagen, ist es völlig in Ordnung, wenn du erstmal einen Laufschuh hast. Denn erstmal reinkommen ins Thema, dich langsam eingrooven mit dem Laufen, eine Routine entwickeln und einen zweiten oder dritten Schuh, den kannst du dann auch noch im Nachhinein dir anschaffen, nach ein paar Monaten, wenn du merkst, ey, das Laufen ist wirklich was für mich. Für all die, die schon ein bisschen weiter sind, da kann ich sagen, ja, legt euch mehrere Paar Laufschuhe zu. Für unterschiedliche Streckenlängen, also mal für einen langen Lauf vielleicht einen anderen Schuh zu nehmen als für einen kurzen und knackigen. Vielleicht möchtet ihr noch einen Wettkampfschuh haben oder ja eben einfach auch so einen Allrounder, den ich am Anfang erwähnt habe. Und ich habe immer schon und das über Jahre drei Paar Laufschuhe zu Hause, die ich immer wechsle. Hat auch einfach den Vorteil, dass sich der Fuß nicht immer an dieselbe Form und dasselbe Modell gewöhnt, sondern dass dein Fuß auch ein bisschen Abwechslung hat und du dann in Anführungsstrichen abwechslungsreicher trainierst mit unterschiedlichen Schuhen. So, und jetzt am Ende nochmal eine Zusammenfassung. Worauf solltest du achten beim Laufschuhkauf? Erste Überlegung, darüber nachzudenken, ja, wofür brauche ich den Schuh denn überhaupt? Also für welche Bedürfnisse? Dann das zweite, in ein Laufsportfachgeschäft gehen, dich dort beraten lassen. Ja, und das dritte ist, eben den richtigen Schuh auszuwählen, damit einfach Spaß zu haben und dich zu freuen, auf die Laufrunde zu gehen. Das waren meine Tipps zum Laufschuhkauf für dich. Ich hoffe, sie haben dir gefallen. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Abonniere meinen YouTube-Kanal. Lass mir einen Kommentar da, wie du mit dem Thema Laufschuhe umgehst, welche Tipps du hast oder wo du noch Fragen zu hast. Und dann können wir uns gerne zu dem Thema austauschen und unterhalten.